chillst. Aber mach mich bitte nicht verrückt. Mental Breakdown. Das lerne ich denn die ganze Zeit? Sehr gut trainierbar. Wichtig ist aber... Der Test war ja mal so schwer. Meinen letzten Aufnahmetest und... Oh, ich bin so aufgeregt. An die Uni würde ich halt richtig, richtig gerne. Ich bin angekommen. Nein! Nein! Und welche Uni das ist, sag ich das jetzt? Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich wollte einfach die Tage ein bisschen mitvloggen, weil es passiert endlich mal was Spannendes in meinem Leben. Also ich bin auch ein bisschen aufgeregt, aber ich gehe heute nach Berlin. Also nicht einfach nur so, sondern weil ich meinen Test habe, also meinen einen Uni-Aufnahmetest. Also die Woche habe ich insgesamt zwei Tests, den in Berlin morgen, und am Freitag. Und der am Freitag ist digital, also den mache ich hier, aber für den anderen muss ich jetzt nach Berlin. Und ich gehe auch ganz alleine nach Berlin. Und habe mir dann ein Hotel gebucht, also für so geschäftliche Sachen und sowas darf man das ja. Ich habe morgen diesen Aufnahmetest in Berlin, deswegen fahre ich halt heute schon nach Berlin. Ungefähr 6 Stunden mit dem Zug. Und um den Test machen zu dürfen, brauche ich einen Corona-Test. Und den mache ich jetzt gleich. Also ich muss ungefähr in einer Stunde losfahren. Ich habe ein bisschen Angst. Ich hatte noch nie einen Corona-Test durch meine Nase. Und ich habe ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Aber okay, egal, muss sein. Dann fahre ich heute nach Berlin und bin dann dort... 2 Nächte. Also heute ist Montag. Ich übernachte dann noch von Dienstag auf Mittwoch. Und eventuell treffe ich mich da auch mit der Vali. Ihr kennt sie wahrscheinlich nicht, aber das ist meine Managerin. Und gleichzeitig sind wir auch voll gut befreundet. Also freue ich mich, sie mal wieder zu sehen. Wir sehen uns dann einfach abends für ein paar Stunden nach dem Test. Und am nächsten Tag morgens fahre ich schon wieder zurück. Und dann muss ich wieder lernen. Und dann habe ich direkt meinen anderen Test. Ich bin wirklich so froh, wenn ich die Woche hinter mir rum habe. Okay, ich nehme euch mal mit, sonst passiert hier nichts Interessantes und ich update euch einfach wegen den Tests so ein bisschen und nehme euch einfach mal die Tage ein bisschen mit. Ich gehe jetzt. Ich sehe jetzt schon fertig aus. Ich wollte noch ganz kurz von meinem Corona-Test erzählen und zwar habe ich den durch meine Nase bekommen, also den Antigenentest. Um ehrlich zu sein, es war unangenehm, aber es war nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Also irgendwie durch meine Nasen-OP und diese ganzen Nachkontrollen. Da sind die auch immer mit so riesen Waschstäbchen rein und haben da alles mögliche abgesaugt und so. Fand ich das jetzt nicht so schlimm. Also es ist nicht angenehm, aber war voll in Ordnung. Los geht's. Die nehme ich alle mit. Ich bin so fertig. Ich wollte euch mal das Zimmer zeigen. Und zwar, wenn man hier reinkommt, sieht es hier so aus. Also richtig süß, auch das so klein ist irgendwie. Also reicht mir vollkommen. Und morgen kann ich dann hier noch ein bisschen lernen, bevor der Test anfängt. Der fängt nämlich erst um 1 an. Das hat voll die New York-Vibes irgendwie. So sieht es hier aus. Und wenn ich mich dann drehe, ist hier so ein Riesenspiegel. Hier ist so eine kleine Kaffee-Ecke. Und hier ist dann das Bad. Also das ist wirklich auch richtig groß. Und voll schön. Also die Dusche ist mega riesig. Und dann sieht es hier so aus. Alles, was man braucht. Ich bin wirklich so müde. Halleluja. Ich finde das Hotel richtig schön. Also auch unten die Lobby. Da war alles mega modern und so. Und ich finde das Zimmer auch richtig, richtig süß. Vor allem, ich glaube, ich bezahle irgendwie 65 Euro oder so pro Nacht. Also was wirklich günstig ist und die Lage von dem Hotel ist mega gut. Keine Kooperation übrigens. Das heißt aber Crown Plaza Hotel. Hier in Berlin ist auch so wenig los. Ich habe mit meinem Taxifahrer geredet. Der meint auch, das wäre fast wie ausgestorben, gerade am Bahnhof. Hier passen um die 300 Leute rein und es sind 17 Leute gerade im gesamten Hotel. Und was richtig cool ist, ich bekomme morgen mein Frühstück ans Zimmer geliefert. Ich mache mich jetzt mal fertig und schminke mich ab. Ich bin auch nicht wirklich geschminkt, wie man sehen kann. Aber mache mich einfach ein bisschen bett fertig. Ich habe morgen übrigens um 13 Uhr den Test. Deswegen kann ich auch entspannt ausschlafen und muss mich nicht so hetzen oder so. Mhm.
ganz bisschen fertig zu machen. Bevor ich gehe, werde ich mich dann richtig fertig machen. Mein erstes Frühstück im Bett. Mich hat eine angeschrieben, die den Test heute auch macht und auch extra im Hotel ist, aber nicht im gleichen. Und die hat mir gerade geschrieben, machst du auch den EQ-Test? Welchen EQ-Test? Aber mach mich bitte nicht verrückt. Ganz kurz, ich habe mich gerade richtig erschrocken, das ist jetzt nur kognitiv, der Test. Ich wusste, um ehrlich zu sein, gar nicht, dass er auch ein kognitiver Test herkommt. Es ist wie für den Meta-T-Test, also ich habe jetzt nichts Kognitives gelernt, wirklich nichts. Mental Breakdowns, lerne ich denn die ganze Zeit? Der Test für die andere Uni ist halt komplett anders. Oh, räumliches Denken und so, Halleluja. Fuck, da bin ich nicht mehr gut drin. Ich lerne jetzt richtig kurzfristig im Internet diese kognitiven Sachen. Ich habe nämlich auch das falsche Buch dabei vom MedAT. Ich bin irgendwie so doof, oh mein Gott. Aber ich versuche das jetzt so schnell wie möglich irgendwie zu lernen und mir da so ein paar Tipps anzuschauen. Im ersten Moment erscheinen diese Aufgaben den meisten schwer zu lösen. Mit der richtigen Lösungsstrategie und viel Training kannst du deine Leistung bei diesem Untertest aber enorm steigern. Ja, mit viel Training. Perfekt. Dieser Untertest ist sehr gut trainierbar. Wichtig ist aber, dass du richtig trainierst. Dabei ist es sinnvoll, die Aufgaben ohne Zeitdruck zu bearbeiten. Erst das easy macht den Test. Ich packe jetzt meine Tasche oder meinen Rucksack. Oh, ich muss mich mal beruhigen. Irgendwie mich regt es so auf. Ach Leute, heute ist nicht mein Tag. Naja, ich kann später hoffentlich drüber lachen. Ich lache jetzt lieber drüber als zu weinen. Irgendwie ist mir auch ein bisschen nach Weinen zu. Mit dem Mädchen, mit dem ich geschrieben habe, die meinte, die hätte sich auch nicht wirklich auf die kognitiven Sachen vorbereitet. Deswegen, ja, ich kann jetzt eh nichts ändern, aber wünsche mir trotzdem viel Glück. Der Test war ja mal so schwer. Oh mein Gott. Es war nichts von dem, was ich gelernt habe. Wirklich. Ich habe jetzt gleich noch den anderen Test. Ich hoffe, da bin ich wenigstens gut. Das ist so ein handwerklicher Test. Mal schauen. Ich wollte euch nur ganz kurz mitteilen, dass der Test war insgesamt nicht wirklich gut. Also wie gesagt, ich habe mich komplett falsch vorbereitet irgendwie. Achso, der handwerkliche Test war eigentlich, glaube ich, ganz gut. Der Vlog ist irgendwie ein bisschen deprimierend. Aber was irgendwie so das Highlight von meinem Trip war und das Highlight von meinem Tag ist, dass die Walli heute bei mir war und wir haben eben gerade noch Sushi zusammen auf mein Hotelzimmer bestellt. Und wir haben es eben gerade geredet. Also sie ist vor 10 Minuten erst gegangen und ich habe mich gerade auch ins Bett fertig gemacht. War zumindest voll schön, dass sie hier gerade noch war. Ich bin mal gespannt, ich kriege die Ergebnisse erst in 4 Wochen. Aber ich glaube, ich werde den Vlog wahrscheinlich einfach so machen, dass ihr dann mitbekommt, ob ich angenommen worden bin oder nicht. Aber okay, egal. Gute Nacht. Hey Leute, heute ist jetzt Donnerstag, der 25. Februar. Und morgen habe ich meinen zweiten Test, und zwar der Aufnahmetest für die andere Uni in Österreich. Ich bin voll aufgeregt. Ich hoffe, der verläuft ein bisschen besser. Und ich habe mich jetzt auch vor allem noch kognitiv ein bisschen vorbereitet. Ich habe morgen nämlich auch ein Interview von der Uni. Das hatte ich bei der anderen Uni schon gehabt. Man hat sich halt mehr oder weniger einfach nur unterhalten. Naja, ich gehe jetzt schlafen. Es ist einfach schon 23.30 Uhr. Also ich schaue mir das ganz kurz nochmal an, Bio. Ich bin aufgeregt. Das wird hoffentlich schon. Hi, ich schreibe jetzt hier gleich meinen letzten Aufnahmetest und oh, ich bin so aufgeregt. An die Uni würde ich halt richtig, richtig gerne. Also das wäre so mein Favorit. I'm aufgeregt. Ich bin gerade so happy. Zum Glück ist es so rum passiert. Also da kamen nämlich auch richtig viele kognitive Fragen dran. Aber Zahlenfolge und so, ich hatte mir das gestern angeschaut und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich fast alle Zahlenfolgen sogar richtig habe. Und Anagramme, vor denen hatte ich voll Angst. Also das kann man halt nicht richtig üben. Aber bis auf 2 habe ich da, glaube ich, auch alle richtig. Also es hat alles zumindest Sinn ergeben. Habe jetzt hier noch so Unterlagen, weil ich gleich dann noch so mein Interview habe. Aber ich muss sagen, ich glaube zumindest, ich hoffe, bis auf ein paar Fragen, wo ich keine Ahnung hatte, ist der Test eigentlich ganz gut gelaufen. Vor allem im Vergleich zum davorigen Test. Ich hoffe so sehr, dass sie angenommen wird. Oh mein Gott. Und ich hoffe, dass das Interview gut läuft. Ich habe mir jetzt hier rausgeschrieben, so wichtige Sachen einfach zu der Uni und was mich interessiert und was sie mich halt fragen könnten. Das ist wirklich auch einfach so eine Erleichterung, jetzt beide Tests hinter mir zu haben, wo ich mich bei dem einen immer noch aufrege, aber egal. Okay, ich sag euch dann noch, wie das Interview verlaufen ist.
Das Interview ist auch gut gelaufen. Es war eigentlich voll entspannt. Wir haben einfach nur so geredet. So. Und ich wurde auch gefragt, was meine Schwächen sind. Ich hatte die Frage immer so schwer. Nicht, weil ich keine Schwächen habe, einfach nur. Man kann ja nicht irgendwie, also man sollte ja nicht sagen, was jetzt relevant fürs Studium wäre. Ich hoffe jetzt so, dass ich da angenommen werde. Um ehrlich zu sein, will ich auch eher auf die Uni und ich kann mir das so gut vorstellen und zum Glück ist es so rumgelaufen, nicht andersrum, dass der Test gut lief und ich das irgendwie noch geschnallt habe mit dem Kognitiv und so. Und jetzt ja, und fangen vielleicht eine neue Serie an, oder? Wie heißt du? Ich habe einfach Zeit für sowas. Ah, genau, hier. Sie weiß von dir. So psychomäßig. Wenn ich schlafe, ich die ein paar Wochen bei dir. Hey Leute, ich dachte, ich melde mich mal, weil der ganze Vlog auch so ein bisschen verwirrend ist. Ich wollte den ganzen Vlog auch so ein bisschen abschließen, weil ich euch sagen wollte, dass ich bei meiner Wunsch-Uni angenommen worden bin. Das war der zweite Online-Test. Der ist eigentlich auch ganz gut gelaufen, hatte ich ja auch im Gefühl. Ich habe einfach bestanden. Also bestanden. Ich wurde angenommen. Das macht mich wirklich so happy und irgendwie ist das auch so eine große Erleichterung. Ich freue mich einfach so, dass ich da angenommen worden bin. Ich habe Freitag den Test geschrieben, habe dann direkt Montag schon die Zusage bekommen. Und ich habe alle Reaktionen aufgenommen von meinen Eltern und von meiner Oma und so. Und habe dann so ein kleines Instagram-Reel zusammengeschnitten. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Es war auch voll süß. Für mich ist es halt voll die große Sache, weil ich auch unbedingt zu der Uni wollte. Und ich hatte ja auch eigentlich echt viel gelernt gehabt und so. Übrigens habe ich bei der anderen Uni noch gar keine Zu- oder Absage, also wo ich den Test in Berlin geschrieben habe. Aber um ehrlich zu sein, ist mir das jetzt eigentlich auch egal, weil die andere eh meine Wunsch-Uni war und ich eh lieber auf die andere Uni gehe. Ich habe mich da auch schon eingeschrieben und habe schon die Formulare unterschrieben. Und welche Uni das ist, sage ich das jetzt? Voll viele haben es irgendwie auch schon erraten oder haben mir schon geschrieben deswegen. Aber ich werde auf die DPU gehen. Die ist in Krems in Österreich und die Fakultät sieht so schön aus und die ganze Uni ist auch ein bisschen kleiner. Ich glaube, der Studiengang ist dadurch halt auch so ein bisschen persönlicher. Und was halt auch voll krass ist, ist, dass ich dann einfach nach Krems ziehen werde, auch bald. Ich könnte gerade anfangen zu weinen, oh Gott. Obwohl die Zusage jetzt schon 1,5 Wochen her ist ungefähr. Vielleicht sehe ich ja ein paar von euch auch an der Uni. Mir haben nämlich so viele von euch geschrieben, ob ich zufällig auch auf die DPU gehe. Falls ihr irgendwie zufällig auch an die Uni geht oder auch schon dort seid, schreibt mir gerne mal. Das würde mich voll freuen. Und ich schaue jetzt auch schon langsam nach Wohnung mit dem Finn. Oh Gott, ich mache dazu dann noch ein komplett neues Video. Nächste Woche habe ich schon meine erste Wohnungsbesichtigung. Da steht bei mir einfach so viel an. Ich freue mich voll irgendwie. Ich brauche gefühlt auch so einen Neuanfang. Ich fange übrigens auch schon im September an, also zum Wintersemester hin. Und dann studiere ich einfach Zahnmedizin. Ganz kurz vielleicht, warum das ein bisschen verwirrend war. Warum ich gefühlt so unvorbereitet für den ersten Test war, kann ich ja ganz kurz nochmal erzählen. Einfach nur, weil ich hatte mich mit ein paar Leuten unterhalten und mit jemandem vorbereitet gehabt, der sich halt eigentlich ganz gut mit so Tests auskennt. Und der meinte halt, in Österreich ist es vor allem wichtig, dieses Wissen zu haben in Physik, Chemie, Mathe, Bio und so. Und deswegen habe ich halt da voll viel für gelernt, weil ich meine, Physik hatte ich dann abgewählt ab der 9. oder so. Deswegen musste ich dafür halt voll viel noch lernen und so und habe dieses Kognitive halt gar nicht angeschaut gehabt. Die Aufgaben waren schon nicht einfach. Trotzdem hätte man das auf jeden Fall besser lösen können als ich. Ja, okay, das war's jetzt auch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Dann Dankeschön fürs Zuschauen. Schaut gerne bei mir auf Instagram vorbei. Würde mich voll freuen. Ich heiße hier übrigens auch seit neuestem Hannah Antonia, dort auch und auf TikTok auch. Dann tschüss. Habt noch einen schönen Tag.